Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise, ein dramatisches Gedicht in 5 Aufzügen. Erster Aufzug, erster Auftritt. Szene, Flur in Nathans Hause, Nathan von der Reise kommend, Daya ihm entgegen. Daya: Er ist es, Nathan, Gott sei ewig Dank, dass ihr doch endlich einmal wiederkommt. Nathan: Ja, Daya, Gott sei Dank, doch warum endlich? Hab ich denn eher wiederkommen wollen und wiederkommen können? Babylon ist von Jerusalem, wie ich den Weg seitab bald rechts, bald links zu nehmen bin, genötigt worden, gut 200 Meilen. Und Schulden einkassieren ist gewiss auch kein Geschäft, das merklich födert, das so von der Hand sich schlagen lässt. Oh, Nathan, wie elend, elend hättet ihr indes hier werden können, euer Haus. Ja, das brannte, so hab ich schon vernommen. Gebe Gott, dass ich noch alles schon vernommen habe. Und wäre leicht von Grund aus abgebrannt. Dann, Daya, hätten wir ein neues uns gebaut und ein bequemeres. Schon wahr, doch Rächer wär bei einem Haare mitverbrannt. Verbrannt? Wer? Mein Rächer? Sie? Das habe ich nicht gehört. Nun dann, so hätte ich keines Hauses mehr bedurft. Verbrannt? Bei einem Haare? Sie ist es wohl, ist wirklich wohl verbrannt. Sag nur heraus, heraus nur. Töte mich und martre mich nicht länger. Ja, sie ist verbrannt. Wenn sie es wäre, würdet ihr von mir es hören? Warum erschreckst du mich denn? Oh, Rächer, oh, meine Rächer. Eure Rächer? Wenn ich mich wieder je entwöhnen müsste, dies Kind mein Kind zu nennen. Nennt ihr alles, was ihr besitzt, mit ebenso viel Rechte das eure? Nichts mit größerem. Alles, was ich sonst besitze, hat Natur und Glück mir zugeteilt. Dies Eigentum allein danke ich der Tugend. Oh, wie teuer lasst ihr eure Güte, Nathan, mich bezahlen, wenn Güte in solcher Absicht ausgeübt noch Güte heißen kann. In solcher Absicht? In welcher? Mein Gewissen. Daya, lass vor allen Dingen dir erzählen, mein Gewissen, sag ich, was in Babylon für einen schönen Stoff ich dir gekauft. So reich und mit Geschmack, so reich. Ich bringe für Rächer selbst kaum einen schöneren mit. Was hilft's? Denn mein Gewissen, muss ich euch nur sagen, lässt sich länger nicht betäuben. Und wie die Spangen, wie die Ohrgehenke, wie Ring und Kette dir gefallen werden, die in Damaskus ich dir ausgesucht, verlanget mich zu sehen. So seid ihr nun, wenn ihr nur schenken könnt, nur schenken könnt. Nimm du so gern, als ich dir geb, und schweig. Und schweig! Wer zweifelt, Nathan, dass ihr nicht die Ehrlichkeit, die Großmut selber seid? Und doch, doch bin ich nur ein Jude. Geld, das willst du sagen? Was ich sagen will, das wisst ihr besser. Nun so schweig. Ich schweige, was Sträfliches vor Gott hierbei geschieht und ich nicht hindern kann, nicht ändern kann, nicht kann. Komm über euch. Komm über mich. Wo aber ist sie denn? Wo bleibt sie? Da ja, wenn du mich hintergehst. Weiß sie es denn, dass ich gekommen bin? Das frag ich euch. Noch zittert ihr der Schreck durch jede Nerve, noch malet Feuer ihre Fantasie zu allem, was sie malt. Im Schlafe wacht, im Wachen schläft ihr Geist, halb weniger als Tier, bald mehr als Engel. Armes Kind, was sind wir Menschen? Diesen Morgen lag sie lange mit verschlossenem Aug und war wie tot. Schnell fuhr sie auf und rief: Horch, horch, da kommen die Kamele meines Vaters, horch, seine sanfte Stimme selbst. Indem brach sich ihr Auge wieder und ihr Haupt, dem seines Armes Stütze sich entzog, stürzte auf das Küssen. Ich zur Pfort hinaus, und sieh, da kommt ihr wahrlich, was Wunder, ihre ganze Seele war die Zeit her nur bei euch und ihm. Bei ihm? Bei welchem ihm? Bei ihm, der aus dem Feuer sie rettete.
Wer war das? Wer? Wo ist er? Wer rettete meine Rächer? Wer? Ein junger Tempelherr, den wenige Tage zuvor man hier gefangen eingebracht und Saladin begnadigt hatte. Wie? Ein Tempelherr, dem Sultan Saladin das Leben ließ? Durch ein geringes Wunder war Rächer nicht zu retten. Gott! Ohne ihn, der seinen unvermuteten Gewinst frisch wieder wagte, war es aus mit ihr. Wo ist er da, ja, dieser edle Mann? Wo ist er? Führe mich zu seinen Füßen. Ihr gabt ihm doch vors Erste, was an Schätzen ich euch gelassen hatte. Gabt ihm alles. Verspracht ihm mehr, weit mehr. Wie konnten wir? Nicht? Nicht? Er kam und niemand weiß woher. Er ging und niemand weiß wohin. Ohne alle des Hauses Kundschaft, nur von seinem Ohr geleitet, drang mit vorgespreiztem Mantel er kühn durch Flammen und Rauch der Stimme nach, die uns zu Hilfe rief. Schon hielten wir ihn für verloren, als aus Rauch und Flamme mit eins er vor uns stand, im starken Arm empor sie tragend. Kalt und ungerührt von Jauchzen unseres Dankes, setzt seine Beute er nieder, drängt sich unter das Volk und ist verschwunden. Nicht auf immer will ich hoffen. Nachher, die ersten Tage, sahen wir ihn unter Palmen auf und niederwandeln, die dort des auferstandenen Grabs umschatten. Ich nahte mich ihm mit Entzücken, dankte, erhob, entbot, beschwor, nur einmal noch die fremde Kreatur zu sehen, die nicht ruhen könne, bis sie ihren Dank zu seinen Füßen ausgeweinet. Nun? Umsonst! Er war zu unserer Bitte taub und goss so bittern Spott auf mich besonders. Bist dadurch abgeschreckt? Nichts weniger. Ich trat ihn jeden Tag von Neuem an, ließ jeden Tag von Neuem mich verhöhnen. Was litt ich nicht von ihm? Was hätte ich nicht noch gern ertragen? Aber lange schon kommt er nicht mehr, die Palmen zu besuchen, die unsers auferstandenen Grab umschatten. Und niemand weiß, wo er geblieben ist. Ihr staunt? Ihr sinnt? Ich überdenke mir, was das auf einen Geist wie Rächers wohl für Eindruck machen muss, sich so verschmäht von dem zu finden, den man hochzuschätzen, sich so gezwungen fühlt, so weggestoßen und doch so angezogen werden. Trauen! Da müssen Herz und Kopf sich lange zanken, ob Menschenhass, ob Schwermut siegen soll. Oft siegt auch keines, und die Fantasie, die in den Streit sich mengt, macht Schwärmer, bei welchem bald der Kopf das Herz und bald das Herz den Kopf muss spielen. Schlimmer Tausch, das Letzte verkenn ich Rächer nicht, ist Rächers Fall, sie schwärmt. Allein so fromm, so liebenswürdig, ist doch auch geschwärmt. Vornehmlich eine Grille, wenn ihr wollt, ist ihr sehr wert. Es sei ihr Tempelherr, kein irdischer und keines irdischen. Der Engel einer, deren Schutze sich ihr kleines Herz von Kindheit auf so gern vertrauet glaubte, sei aus seiner Wolke, in die er sonst verhüllt, auch noch im Feuer, um sie geschwebt wie eins als Tempelherr hervorgetreten. Lächelt nicht! Wer weiß, lasst lächeln wenigstens ihr einen Wahn, in dem sich Jud und Christ und Muselmann vereinigen, so einen süßen Wahn. Auch mir so süß. Geh, Bakradaya, geh, sieh, was sie macht, ob ich sie sprechen kann. Sodann suche ich den wilden, launigen Schutzengel auf, und wenn ihm noch beliebt, Herr Nieden unter uns zu wallen, noch beliebt, so ungesittet Ritterschaft zu treiben, find ich ihn gewiss und bring ihn her. Ihr unternehmet viel. Macht dann der süße Wahn der süßen Wahrheit Platz, denn da ja, glaube mir, dem Menschen ist ein Mensch noch immer lieber als ein Engel. So wirst du doch auf mich nicht zürnen, die Engelschwärmerin geheilt zu sehen. Ihr seid so gut und seid zugleich so schlimm. Ich geh. Doch hört, doch seht, da kommt sie selbst. Zweiter Auftritt. Rächer und die Vorigen.
Recha. So seid ihr es doch ganz und gar, mein Vater? Ich glaubt, ihr hättet eure Stimme nur vorausgeschickt. Wo bleibt ihr? Was für Berge, für Wüsten, was für Ströme trennen uns denn noch? Ihr atmet Wand an Wand mit ihr und eilt nicht, eure Recha zu umarmen? Die arme Recha, die indes verbrannte, fast verbrannte, fast nur. Schaudert nicht, es ist ein garstiger Tod, verbrennen, oh. Nathan. Mein Kind, mein liebes Kind. Ihr musstet über den Euphrat, Tigris, Jordan, über wer weiß was für Wasser all. Wie oft habe ich um euch gezittert, ehe das Feuer mir so nah kam. Denn seit das Feuer mir so nah kam, dünkt mich im Wassersterben Erquickung, Labsal, Rettung. Doch ihr seid ja nicht ertrunken. Ich bin ja nicht verbrannt. Wie wollen wir uns freuen und Gott loben? Er trug euch und den Nachen auf Flügeln seiner unsichtbaren Engel die ungetreuen Ström hinüber. Er winkte meinem Engel, dass er sichtbar auf seinem weißen Fittiche mich durch das Feuer trüge. Weißem Fittiche? Ja, der weiße, vorgespreizte Mantel des Tempelherrn. Er sichtbar mich durchs Feuer trüg, von seinem Fittiche verweht. Ich hab einen Engel von Angesicht zu Angesicht gesehen und meinen Engel. Recha, wär es wert und würd an ihm nichts Schöneres sehen, als er an ihr. Wem schmeichelt ihr, mein Vater? Wem? Dem Engel? Oder euch? Doch hätt auch nur ein Mensch, wie die Natur sie täglich gewährt, die diesen Dienst erzeigt, er müsste für dich ein Engel sein, er müsst und würde. Nicht so ein Engel, nein, ein wirklicher, es war gewiss ein wirklicher. Habt ihr selbst die Möglichkeit, dass Engel sind, dass Gott zum Besten derer, die ihn lieben, auch Wunder könne tun, mich nicht gelehrt? Ich lieb ihn ja. Und er liebt dich und tut für dich und deinesgleichen stündliche Wunder. Ja, hat sie schon von aller Ewigkeit für euch getan. Das höre ich gern. Wie? Weil es ganz natürlich, ganz alltäglich klänge, wenn dich ein eigentlicher Tempelherr gerettet hätte, sollte es darum weniger ein Wunder sein? Der Wunder höchstes ist, dass uns die wahren, echten Wunder so alltäglich werden können, werden sollen. Ohne diese allgemeine Wunder hätt ein Denkender wohl schwerlich Wunder je genannt, was Kindern bloß so heißen müsste, die gaffend nur das Ungewöhnlichste, das Neueste nur verfolgen. Da ja zu Nathan, wollt ihr denn ihr ohne dem schon überspanntes Hirn durch solcherlei Subtilitäten ganz zersprengen? Lasst mich. Meiner Recha wär es Wunders nicht genug, dass sie ein Mensch gerettet, welchen selbst kein kleines Wunder erst retten müssen. Ja, kein kleines Wunder. Denn wer hat schon gehört, dass Saladin je eines Tempelherrn verschont, dass je ein Tempelherr von ihm verschont zu werden verlangt, gehofft, ihm je für seine Freiheit mehr als den ledern Gurt geboten, der sein Eisen schleppt und höchstens seinen Dolch? Das schließt für mich, mein Vater. Darum eben war es kein Tempelherr, erschien es nur. Kömmt kein gefangener Tempel hier je anders als zum gewissen Tode nach Jerusalem? Geht keiner in Jerusalem so frei umher? Wie hätte mich des Nachts freiwillig denn einer retten können? Sieh, wie sinnreich. Jetzt, Daya, nimm das Wort. Ich hab es ja von dir, dass es gefangen hergeschickt ist worden. Ohne Zweifel weißt du mehr. Nun ja, so sagt man freilich, doch man sagt zugleich, dass Saladin den Tempelherrn begnadigt, weil er seiner Brüder einem, den er besonders lieb gehabt, so ähnlich sehe. Doch da es viele 20 Jahre her, dass dieser Bruder nicht mehr lebt, er hieß, ich weiß nicht mehr, er blieb, ich weiß nicht wo, so klingt das ja sogar unglaublich, dass in der ganzen Sache wohl nichts ist. Ey, Daya, warum wäre denn das so unglaublich?
Doch wohl nicht, wie's wohl geschieht, um lieber etwas noch Unglaublicheres zu glauben. Warum hätte Saladin, der sein Geschwister insgesamt so liebt, in jüngeren Jahren einen Bruder nicht noch ganz besonders lieben können? Pflegen sich zwei Gesichter nicht zu ähneln? Ist ein alter Eindruck ein verlorener? Wirkt das Nämliche nicht mehr das Nämliche? Seit wenn? Wo steckt hier das Unglaubliche? Ey, freilich, weise Daya, wär's für dich kein Wunder mehr und deine Wunder nur bedürf, verdienen will ich sagen, Glauben. Ihr spottet, weil du meiner spottest. Doch auch so noch, Recher, bleibet deine Rettung ein Wunder, dem nur möglich, der die strengsten Entschlüsse, die unbändigsten Entwürfe der Könige sein Spiel, wenn nicht sein Spott gern an den schwächsten Fäden lenkt. Mein Vater, wenn ich ihr wisst, ich irre nicht gern. Vielmehr, du lässt dich gern belehren. Sieh, deine Stirn so oder so gewölbt, der Rücken einer Nase so viel mehr als so geführet, Augenbraunen, die auf einem scharfen oder stumpfen Knochen so oder so sich schlängeln, eine Linie, ein Bug, ein Winkel, eine Falt, ein Mal, ein Nichts auf eines wilden Europäers Gesicht. Und du entkömmst dem Feuer in Asien. Das war kein Wunder, wundersüchtiges Volk. Warum bemüht ihr denn noch einen Engel? Was schadet's, Nathan, wenn ich sprechen darf, bei alledem von einem Engel lieber als einem Menschen sich gerettet denken? Fühlt man der ersten unbegreiflichen Ursache seine Rettung nicht sich so viel näher? Stolz und nichts als Stolz. Der Topf von Eisen will mit einer silbernen Zange gern aus der Glut gehoben sein, um selbst ein Topf von Silber sich zu dünken. Ha, und was es schadet, fragst du? Was es schadet? Was hilft es, dürfte ich nur hinwieder fragen. Denn sein sich Gott um so viel näher fühlen ist Unsinn oder Gotteslästerung. Allein es schadet, ja es schadet allerdings. Kommt, hört mir zu, nicht wahr? Dem Wesen, das dich rettete, es sei ein Engel oder ein Mensch, dem möchtet ihr und du besonders gern wieder viele große Dienste tun, nicht wahr? Nun, einem Engel, was für Dienste, für große Dienste könnt ihr dem wohl tun? Ihr könnt ihm danken, zu ihm seufzen, beten, könnt in Entzückung über ihn zerschmelzen, könnt an dem Tage seiner Feier fasten, Almosen spenden, alles nichts. Denn mich deucht immer, dass ihr selbst und euer Nächster hierbei weit mehr gewinnt als er. Er wird nicht fett durch euer Fasten, wird nicht reich durch eure Spenden, wird nicht herrlicher durch euer Entzücken, wird nicht mächtiger durch euer Vertrauen, nicht wahr? Allein ein Mensch. Ei, freilich hätte ein Mensch etwas für ihn zu tun, uns mehr Gelegenheit verschafft. Und Gott weiß, wie bereit wir dazu waren. Allein er wollte ja, bedurfte ja so völlig nichts, war in sich, mit sich so vergnügsam, als nur Engel sind, nur Engel sein können. Endlich, als er gar verschwand, verschwand, wie denn verschwand, sich untern Palmen nicht ferner sehen ließ? Wie, oder habt ihr wirklich schon ihn weiter aufgesucht? Das nun wohl nicht. Nicht da, ja? Nicht? Da seh nun, was es schad. Grausame Schwärmerinnen, wenn dieser Engel nun krank geworden. Krank? Krank? Er wird doch nicht. Welch kalter Schauer befällt mich da, ja. Meine Stirn ist sonst so warm. Fühl, ist auf einmal Eis. Er ist ein Franke, dieses Klimas ungewohnt, ist jung, der harten Arbeit seines Standes, des Hungerns wachsen ungewohnt. Krank, krank. Das wäre möglich, meint ja Nathan nur. Nun liegt er da. Er hat weder Freund noch Geld, sich Freunde zu besolden. Mein Vater liegt ohne Wartung, ohne Rat und Zuspruch, ein Raub des Schmerzen und des Todes da. Wo? Wo? Er, der für eine, die er nie gekannt, gesehen, genug, es war ein Mensch, ins Feuere sich stürzte.
Nathan schonet ihrer. Der, was er rettete, nicht näher kennen, nicht weiter sehen mocht, um ihm den Dank zu sparen. Schonet ihrer, Nathan. Weiter auch nicht zu sehen verlangt. Es wäre denn, dass er zum zweiten Mal es retten sollte. Denn genug, es ist ein Mensch. Hört auf und seht, der hat sterbend sich zu laben, nichts als das Bewusstsein dieser Tat. Hört auf, ihr tötet sie! Und du hast ihn getötet, hättest so ihn töten können, Rächer. Rächer, es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche. Er lebt, kommt zu dir, ist auch wohl nicht krank, nicht einmal krank. Gewiss, nicht tot, nicht krank? Gewiss nicht tot, denn Gott lohnt Gutes, hier getan, auch hier noch. Geh. Begreifest du aber, wie viel andächtig Schwärmen leichter als gut handeln ist? Wie gern der schlaffste Mensch andächtig schwärmt, um nur, ist er zu Zeiten sich schon der Absicht deutlich nicht bewusst, um nur gut handeln nicht zu dürfen? Ach, mein Vater, lasst eure Rächer doch nie wiederum allein. Nicht wahr? Er kann auch wohl verreist nur sein. Geht. Allerdings, ich sehe, dort mustert mit neugierigem Blick ein Muselmann die beladenen Kamele. Kennt ihr ihn? Ha, euer Derwisch. Wer? Euer Derwisch, euer Schachgesell. Al-Hafi? Das Al-Hafi? Es ist des Sultans Schatzmeister. Wie, Al-Hafi, träumst du wieder? Er ist's, wahrhaftig ist's. Kommt auf uns zu, hinein mit euch, geschwind, was werd ich hören? Dritter Auftritt, Nathan und der Derwisch. Derwisch, reißt nur die Augen auf, soweit ihr könnt. Nathan. Bist du's? Bist du es nicht? In dieser Pracht ein Derwisch? Nun, warum denn nicht? Lässt sich aus einem Derwisch denn nichts, gar nichts machen? Ey, wohl genug. Ich dachte mir nur immer, der Derwisch, so der rechte Derwisch, woll aus sich nichts machen lassen. Beim Propheten, dass ich kein Rechter bin, mag auch wohl wahr sein. Zwar, wenn man muss. Muss? Derwisch muss? Kein Mensch muss müssen, und ein Derwisch müsste? Was müsst er denn? Warum man ihn recht bittet und er für gut erkennt, das muss ein Derwisch. Bei einem Gott, da sagst du wahr, lass dich umarmen, Mensch, du bist doch mein Freund. Und fragt mich erst, was ich geworden bin. Na, trotzdem, was du geworden. Könnt ich nicht ein Kerl im Staat geworden sein, des Freundschaft euch ungelegen wäre? Wenn dein Herz noch Derwisch ist, so wag ich's drauf. Der Kerl im Staat ist nur dein Kleid. Das auch geehrt will sein. Was meint ihr, ratet, was wär ich an eurem Hofe? Derwisch, weiter nichts. Doch nebenher wahrscheinlich... Koch. Nun ja, mein Handwerk bei euch zu verlernen. Koch, nicht Kellner auch. Gesteht, dass Saladin mich besser kennt. Schatzmeister bin ich bei ihm geworden. Du? Bei ihm? Versteht, des kleinen Schatzes, denn des Größern waltet sein Vater noch, des Schatzes für sein Haus. Sein Haus ist groß und größer als ihr glaubt, denn jeder Bettler ist von seinem Hause. Doch ist den Bettlern Saladin so feind, dass er mit Strumpf und Stiel sie zu vertilgen sich vorgesetzt und sollt er selbst darüber zum Bettler werden. Brav, so mein ich's eben. Er ist's auch schon, trotz einem, denn sein Schatz ist jeden Tag mit Sonnenuntergang viel leerer noch als leer. Die Flut, so hoch sie morgens eintritt, ist es mittags längst verlaufen. Weil Kanäle sie zum Teil verschlingen, die zu füllen oder zu verstopfen gleich unmöglich ist. Getroffen. Ich kenn das.
Es taugt nun freilich nichts, wenn Fürsten unter Äsern sind, doch sind sie Äser unter Geiern, taugt's noch 10-mal weniger. Oh, nicht doch, Derwisch, nicht doch. Ihr habt gut reden, ihr. Kommt an, was gebt ihr mir, so tret ich meine Stell euch ab. Was bringt deine Stelle? Mir? Nicht viel, doch euch, euch kann sie trefflich wuchern. Denn ist es Ebb im Schatz, wie öfters ist, so zieht ihr eure Schleusen auf, schließt vor und nehmt an Zinsen, was euch nur gefällt. Auch Zins vom Zins der Zinsen? Freilich. Bis mein Kapital zu lauter Zinsen wird. Das lockt euch nicht? So schreibet unserer Freundschaft nur gleich den Scheidebrief, denn wahrlich hab ich sehr auf euch gerechnet. Wahrlich? Wie denn so? Wieso denn? Dass ihr mir mein Amt mit Ehren würdet führen helfen, dass ich allzeit offene Kasse bei euch hätte. Ihr schüttelt? Nun verstehen wir uns nur recht. Hier gibt's zu unterscheiden. Du, warum nicht du? Al-Hafi Derwisch ist zu allem, was ich vermag, mir stets willkommen. Aber Al-Hafi Defterdar des Saladin, der, dem... Erriet ich's nicht, dass ihr doch immer so gut als klug, so klug als weise seid? Geduld, was ihr am Hafi unterscheidet, soll bald geschieden wieder sein. Seht da das Ehrenkleid, das Saladin mir gab. Ehe es verschossen ist, ehe es zu Lumpen geworden, wie sie einem Derwisch kleiden, hängt's in Jerusalem am Nagel. Und ich bin am Ganges, wo ich leicht und barfuß den heißen Sand mit meinen Lehrern trete. Dir ähnlich genug. Und Schach mit ihnen spiele. Dein höchstes Gut. Denkt nur, was mich verführte. Damit ich selbst nicht länger betteln dürfte, den reichen Mann mit Bettlern spielen könnte, vermögend wär im Hui den reichsten Bettler in einen armen Reichen zu verwandeln? Das wohl nun nicht. Weit etwas Abgeschmackteres. Ich fühlte mich zum ersten Male geschmeichelt, durch Saladins gutherzigen Wahn geschmeichelt. Der war... Ein Bettler wisse nur, wie Bettlern zumute sei. Ein Bettler habe nur gelernt, mit guter Weise Bettlern geben. Dein Vorfahr, sprach er, war mir viel zu kalt, zu rau. Er gab so unhold, wenn er gab. Erkundigte so ungestüm sich erst nach dem Empfänger, nie zufrieden, dass er nur den Mangel kenne, wollte er auch des Mangels Ursache wissen, um die Gabe nach dieser Ursache filzig abzuwägen. Das wird Al-Hafi nicht. So unmild, mild wird Saladin im Hafi nicht erscheinen. Al-Hafi gleich verstopften Röhren nicht, die ihre klar und still empfangenen Wasser so unrein und so sprudelnd wiedergeben. Al-Hafi denkt, Al-Hafi fühlt wie ich. So lieblich klang des Voglers Pfeife, bis der Gimpel in dem Netze war. Ich Geck, ich eines Gecken Geck. »Gemach, mein Derwisch, gemach! Ei, was! Es wär nicht Geckerei bei Hunderttausenden, die Menschen drücken, ausmergeln, plündern, martern, würgen und ein Menschenfreund ein Einzeln scheinen wollen? Es wär nicht Geckerei des höchsten Milde, die Sonderauswahl über Bös und Gute und Flur und Wüstenei in Sonnenschein und Regen sich verbreitet nachzuäffen und nicht des höchsten immer volle Hand zu haben? Was? Es wär nicht Geckerei? Genug, hör auf! Lasst meiner Geckerei mir doch nur auch erwähnen. Was? Es wäre nicht Geckerei, an solchen Geckereien die gute Seite dennoch auszuspüren, um Anteil dieser guten Seite wegen, an dieser Geckerei zu nehmen? Hä? Das nicht? Al-Hafi, mache, dass du bald in deine Wüste wiederkommst. Ich fürchte, grad unter Menschen möchtest du ein Mensch zu sein verlernen. Recht, das fürchte ich auch. Leb wohl. So hastig? Warte doch, Al-Hafi, entläuft dir denn die Wüste? Warte doch, dass er mich hörte. Hey, Al-Hafi, hier! Weg ist er. Und ich hätte ihn noch so gern nach unserem Tempelherrn gefragt. Vermutlich, dass er ihn kennt. Vierter Auftritt.
Daya eilig herbei, Nathan. Daya. Oh, Nathan! Nathan! Nathan. Nun, was gibt's? Er lässt sich wieder sehen! Er lässt sich wieder sehen! Wer, Daya? Wer? Er! Er! Er, er! Wann lässt sich der nicht sehen? Ja, so nur euer Er heißt er. Das sollt er nicht, und wenn er auch ein Engel wäre, nicht. Er wandelt untern Palmen wieder auf und ab und bricht von Zeit zu Zeit sich Datteln. Sie essend und als Tempelherr? Was quält ihr mich? Ihr gierig Aug erriet ihn hinter den dicht verschränkten Palmen schon und folgt ihm unverrückt. Sie lässt euch bitten, euch beschwören, ungesäumt ihn anzugehen. O eilt, sie wird euch aus dem Fenster winken, ob er hinaufgeht oder weiter ab sich schlägt. O eilt! So wie ich vom Kamele gestiegen, schickt sich das? Geh, eile du zu ihm und meld ihm meine Wiederkunft. Gib Acht, der Biedermann hat nur mein Haus in meinem Absein nicht betreten wollen und kommt nicht ungern, wenn der Vater selbst ihn laden lässt. Geh, sag ich lass ihn bitten, ihn herzlich bitten. All umsonst, er kömmt euch nicht, denn kurz, er kömmt zu keinem Juden. So geh wenigstens ihn anzuhalten, ihn wenigstens mit deinen Augen zu begleiten. Geh, ich komme gleich dir nach. Nathan eilet hinein und Daya heraus. Fünfter Auftritt. Szene, ein Platz mit Palmen, unter welchen der Tempeldiener auf und nieder geht. Ein Klosterbruder folgt ihm in einiger Entfernung von der Seite, immer als ob er ihn anreden wolle. Tempelherr. Der folgt mir nicht vor langer Weile. Sieh, wie schielt er nach den Händen. Guter Bruder, ich kann euch auch wohl Vater nennen, nicht? Klosterbruder. Nur Bruder, Laienbruder nur, zu dienen. Ja, guter Bruder, wer nur selbst was hätte. Bei Gott, ich habe nichts. Und doch recht warmen Dank. Gott geb euch tausendfach, was ihr gern geben wolltet, denn der Wille und nicht die Gabe macht den Geber. Auch ward ich dem Herrn Almosens wegen gar nicht nachgeschickt. Doch aber nachgeschickt? Ja, aus dem Kloster. Wo ich eben jetzt ein kleines Pilgermahl zu finden hoffte. Die Tische waren schon besetzt, komm aber der Herr nur wieder mit zurück. »Wozu? Ich habe Fleisch wohl lange nicht gegessen. Allein was tut's? Die Datteln sind ja reif.« »Nehm sich der Herr in Acht mit dieser Frucht. Zu viel genossen taugt sie nicht, verstopft die Milz, macht melancholisches Geblüt.« »Wenn ich nun melancholisch gern mich fühlte? Doch dieser Warnung wegen wurdet ihr mir doch nicht nachgeschickt.« »Oh nein, ich soll mich nur nach euch erkunden, auf den Zahn euch fühlen.« »Und das sagt ihr mir so selbst? Warum nicht?« »Ein verschmitzter Bruder. Hat das Kloster euresgleichen mehr?« »Weiß nicht. Ich muss gehorchen, lieber Herr.« »Und da gehorcht ihr denn auch ohne viel zu klügeln?« »Wer's sonst gehorchen, lieber Herr?« »Dass doch die Einfalt immer recht behält. Ihr dürft mir doch auch wohl vertrauen, wer mich gern genauer kennen möchte. Dass ihr's selbst nicht seid, will ich wohl schwören.« »Ziemte mir's und frommte mir's?« »Wen ziemt und frommt es denn, dass er so neubegierig ist? Wem denn?« »Dem Patriarchen, muss ich glauben, denn der sandte mich euch nach.« »Der Patriarch? Kennt der das Rote Kreuz auf weißem Mantel nicht besser?« »Kenn ja ich's.« »Nun, Bruder, nun, ich bin ein Tempelherr und ein Gefangener, setz ich hinzu, gefangen bei Thebnin, der Burg, die mit des Stillstands letzter Stunde wir gern erstiegen hätten, und sodann auf Sidon loszugehen, setz ich hinzu, selbst 20er gefangen und allein vom Saladin begnadigt, so weiß der Patriarch, was er zu wissen braucht, mehr als er braucht.« »Wohl, aber schwerlich mehr, als er schon weiß. Er wüsst auch gern, warum der Herr vom Saladin begnadigt worden, er ganz allein.«
Weiß ich das selber? Schon den Hals entblößt, kniet ich auf meinem Mantel, den Streich erwartend, als mich Schärfer Saladin ins Auge fasst, mir näher springt und winkt. Man hebt mich auf, ich bin entfesselt, will ihm danken, seh sein Aug in Tränen. Stumm ist er, bin ich, er geht, ich bleibe. Wie nun das zusammenhängt, enträtsle sich der Patriarche selbst. Er schließt daraus, dass Gott zu großen, großen Dingen euch müß aufbehalten haben. Ja, zu großen. Ein Judenmädchen aus dem Feuer zu retten, auf Sinai neugierige Pilger zu geleiten und dergleichen mehr. Wird schon noch kommen. Ist inzwischen auch nicht übel. Vielleicht hat selbst der Patriarch bereits weit wichtigere Geschäfte für den Herrn. So, meint ihr, Bruder? Hat er gar euch schon was merken lassen? Ei, jawohl, ich soll den Herrn nur erst ergründen, ob er so der Mann wohl ist. Nun ja, ergründet nur. Ich will doch sehen, wie der ergründet. Nun? Das Kürzeste wird wohl sein, dass ich dem Herrn ganz geradezu des Patriarchen Wunsch eröffne. Wohl. Er hätte durch den Herrn ein Briefchen gern bestellt. Durch mich? Ich bin kein Bote. Das wäre das Geschäft, das weit glorreicher sei, als Judenmädchen dem Feuer entreißen? Muss doch wohl. Denn, sagt der Patriarch, an diesem Briefchen sei der ganzen Christenheit sehr viel gelegen. Dies Briefchen wohl bestellt zu haben, sagt der Patriarch, werd einst im Himmel Gott mit einer ganz besonderen Krone lohnen. Und diese Krone, sagt der Patriarch, sei niemand würdiger als mein Herr. Als ich? Denn diese Krone zu verdienen, sagt der Patriarch, sei schwerlich jemand auch geschickter als mein Herr. Als ich? Er sei hier frei, könn überall sich hier besehen. Versteh, wie eine Stadt zu stürmen und zu schirmen. Könne, sagt der Patriarch, die Stärke und Schwäche der von Saladin neu aufgebührten innern zweiten Mauer am besten schätzen, die am deutlichsten den Streitern Gottes, sagt der Patriarch, beschreiben. Guter Bruder, wenn ich doch nun auch des Briefchens nähern Inhalt wüsste. Ja, den weiß ich nun wohl nicht so recht. Das Briefchen aber ist an König Philipp. Der Patriarch, ich habe mich oft gewundert, wie doch ein Heiliger, der sonst so ganz im Himmel lebt, zugleich so unterrichtet, von Dingen dieser Welt zu sein, herab sich lassen kann. Es muss ihm sauer werden. Nun dann, der Patriarch? Weiß ganz genau, ganz zuverlässig, wie und wo, wie stark, von welcher Seite Saladin, im Fall es völlig wieder losgeht, seinen Feldzug eröffnen wird. Das weiß er? Ja, und möchte es gern dem König Philipp wissen lassen, damit der ungefähr ermessen könne, ob die Gefahr denn gar so schrecklich, um mit Saladin den Waffenstillstand, den euer Orden schon so brav gebrochen, es koste, was er wolle, wieder herzustellen. Welch ein Patriarch! Ja so! Der liebe, tapfere Mann will mich zu keinem gemeinen Boten, will mich zum Spion! Sagt eurem Patriarchen, guter Bruder, so viel ihr mich ergründen können, wär das meine Sache nicht. Ich müsse mich noch als Gefangenen betrachten, und der Tempelherrn einziger Beruf sei, mit dem Schwerte dreinzuschlagen, nicht Kundschafterei zu treiben. Dacht ich's doch. Will's auch dem Herrn nicht eben sehr verübeln. Zwar kömmt das Beste noch. Der Patriarch hiernächst hat ausgegattert, wie die Feste sich nennt und wo auf Libanon sie liegt, in der die ungeheuern Summen stecken, mit welchen Saladins vorsichtiger Vater das Heer besoldet und die Zurüstungen des Kriegs bestreitet. Saladin verfügt von Zeit zu Zeit auf abgelegenen Wegen, nach dieser Feste sich nur kaum begleitet. Ihr merkt doch? Nimmermehr! Was wäre da wohl leichter, als des Saladins sich zu bemächtigen, den Garaus ihm zu machen? Ihr schaudert?
Oh, es haben schon ein paar gottesfürchtige Maroniten sich erboten, wenn nur ein wackerer Mann sie führen wolle, das Stück zu wagen. Und der Patriarch hätt auch zu diesem wackeren Manne mich ersehen? Er glaubt, dass König Philipp wohl von Ptolemäus aus die Hand hierzu am besten bieten könne. Mir? Mir, Bruder? Mir? Habt ihr nicht gehört, nur erst gehört, was für Verbindlichkeit dem Saladin ich habe? Wohl hab ich's gehört. Und doch? Ja, meint der Patriarch, das wär schon gut. Gott aber und der Orden. Ändern nichts, gebieten mir kein Bubenstück. Gewiss nicht. Nur, meint der Patriarch, sei Bubenstück vor Menschen, nicht auch Bubenstück vor Gott. Ich wäre dem Saladin mein Leben schuldig und raubt ihm seines? Pfui, doch bliebe, meint der Patriarch, noch immer Saladin, ein Feind der Christenheit, der euer Freund zu sein kein Recht erwerben könne. Freund, an dem ich bloß nicht will zum Schurken werden, dem undankbaren Schurken? Allerdings. Zwar, meint der Patriarch, des Dankes sei man quitt vor Gott und Menschen quitt, wenn uns der Dienst um unseretwillen nicht geschehen, und da verlauten wolle, meint der Patriarch, dass euch nur darum Saladin begnadet, weil ihm euer Mien in eurem Wesen so was von seinem Bruder eingeleuchtet. Auch dieses weiß der Patriarch, und doch, wäre das gewiss, Saladin, wie, die Natur hätt auch nur einen Zug von mir in deines Bruders Form gebildet, und dem entspräche nichts in meiner Seele? Was dem entspräche, könnte ich unterdrücken, um meinem Patriarchen zu gefallen? Natur, so leugst du nicht, so widerspricht sich Gott in seinen Werken nicht. Geht, Bruder. Erregt mir meine Galle nicht. Geht, geht. Ich geh, und geh vergnügter, als ich kam. Verzeihe mir der Herr, wir Klosterleute sind schuldig, unseren Obern zu gehorchen. Sechster Auftritt. Der Tempelherr und Daya, die den Tempelherrn schon eine Zeit lang von Weitem beobachtet hatte und sich nun ihm nähert. Daya. Der Klosterbruder, wie mich dünkt, ließ in der besten Laune ihn nicht. Doch muss ich mein Paket nur wagen. Tempelherr. Nun, vortrefflich. Lügt das Sprichwort wohl, dass Mönch und Weib und Weib und Mönch des Teufels beide Krallen sind? Er wirft mich heut aus einer in die andere. Was seh ich, edler Ritter, euch? Gott Dank, Gott tausend Dank! Wo habt ihr denn die ganze Zeit gesteckt? Ihr seid doch wohl nicht krank gewesen. Nein, gesund doch, ja. Wir waren euretwegen wahrlich ganz bekümmert. So? Ihr wart gewiss verreist. Erraten. Und kamt heut erst wieder? Gestern. Auch Richers Vater ist heute angekommen, und nun darf Richer doch wohl hoffen. Was? Warum sie euch so öfters bitten lassen? Ihr Vater ladet euch nun selber bald aufs Dringlichste. Er kömmt von Babylon mit 20 hochbeladenen Kamelen und allem, was an edlen Spezereien, an Steinen und Stoffen, Indien und Persien und Syrien, gar Sina, Kostbares nur gewähren. Kaufe nichts. Sein Volk verehrt ihn als Fürsten, doch dass es ihn den weisen Nathan nennt und nicht vielmehr den Reichen, hat mich oft gewundert. Seinem Volk ist reich und weise vielleicht das Nämliche. Vor allem aber hätt's ihn den Guten nennen müssen, denn ihr stellt euch gar nicht vor, wie gut er ist. Als er erfuhr, wie viel euch Recher schuldig, was hätt in diesem Augenblicke nicht er alles euch getan gegeben? Ei! Versucht's und kommt und seht! Was denn, wie schnell ein Augenblick vorüber ist?
Hätt ich, wenn er so gut nicht wär, es mir so lange bei ihm gefallen lassen? Meint ihr etwa, ich fühle meinen Wert als Christin nicht? Auch mir ward's vor der Wiege nicht gesungen, dass ich nur darum meinem Ehegemahl nach Palästina folgen würd, um da ein Judenmädchen zu erziehen. Es war mein lieber Ehegemahl ein edler Knecht in Kaiser Friedrichs Heere. Von Geburt ein Schweizer, dem die Ehr und Gnade ward, mit seiner kaiserlichen Majestät in einem Flusse zu ersaufen. Weib, wie viel Mal habt ihr mir das schon erzählt? Hört ihr denn gar nicht mehr auf, mich zu verfolgen? Verfolgen? Lieber Gott! Ja, ja, verfolgen! Ich will nun einmal euch nicht weiter sehen, nicht hören, will von euch an eine Tat nicht fort und fort erinnert sein, bei der ich nichts gedacht, die, wenn ich drüber denke, zum Rätsel von mir selbst mir wird. Zwar möchte ich sie nicht gern bereuen, aber seht, eräugnet so ein Fall sich wieder, ihr seid schuld, wenn ich so rasch nicht handle, wenn ich mich vorher erkund und brennen lasse, was brennt. Bewahre Gott! Von heut an tut mir den Gefallen wenigstens und kennt mich weiter nicht. Ich bitt euch drum und lasst den Vater mir vom Halse. Jud ist Jude, ich bin ein plumper Schwab. Das Mädchens Bild ist längst aus meiner Seele, wenn es je da war. Doch eures ist aus ihrer nicht. Was soll's nun aber da? Was soll's? Wer weiß, die Menschen sind nicht immer, was sie scheinen. Doch selten etwas Besseres. Er geht. Wartet doch! Was eilt ihr? Weib, mach mir die Palme nicht verhasst, worunter ich so gern sonst wandle. Ach, so geh, du deutscher Bär, so geh! Und doch muss ich die Spur des Tieres nicht verlieren. Sie geht ihm von Weitem nach.